Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch gerne nächste Woche zeigen, was ich so in der Familie verschenke oder auch unter Freunden. Also es wird ein ganz bunt gemischtes Video sein. Ich werde euch was für Babys zeigen, was für Kleinkinder zeigen, was für Erwachsene zeigen, größere Geschenke, kleinere Geschenke, was für Freunde, wenn man nur Kleinigkeiten verschenken möchte. Wie gesagt, das kommt nächste Woche, denn da warte ich noch auf eine Bestellung, die wahrscheinlich heute oder morgen kommt. Heute möchte ich euch gerne zeigen, in was ich das Ganze dann verpacken werde. Und zwar habe ich von Profissimo von DM ein riesengroßes Paket zugeschickt bekommen. Da möchte ich euch als erstes mal zeigen, was da drin enthalten war. Zum einen dieses Geschenkpapierset. Da hat man hier so ein schönes silberglitzerndes und eins, es ist so, naja, eher so pappefarben mit silbernen Sternen. Und dann hat man hier noch ein bisschen was zum Dekorieren mit dran. Machen wir mal mit dem Geschenkpapier weiter. Dieses hier finde ich auch sehr, 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 sehr schön. Das ist auch richtig cool. Das ist 2-in-1 Packpapier. Das ist beidseitig bedruckt, das ist schon mal cool. Und das ist halt so ein bisschen stärkeres Papier. Gerade wenn man manchmal so Sachen mit scharfen Kanten oder so hat, ist das richtig, richtig gut. Und dann noch dieses hier. Das finde ich auch sehr schön. Mit den bunten Hirschen. Das ist, glaube ich, stinknormales Geschenkpapier. Genau. So, und ja, man braucht natürlich nicht nur Geschenkpapier, sondern auch sowas hier. Alles super passend, das passt wirklich dann alles zu allem. Dann hat man hier noch, habe ich hier noch so ein Dreier-Set Geschenkpapier. Das werdet ihr auf jeden Fall in verschiedenen DIY-Videos im Dezember nochmal sehen. Genauso wie dieses hier wahrscheinlich. Das ist ganz normales Geschenkband. Dann hat man hier noch so eine Kordel. Auch das werde ich für DIY-Projekte im Dezember nutzen. Was natürlich nicht fehlen darf, ist auch eine Schere. Das ist jetzt von Profissimo die Allzweckschere. Rostfrei. Sehr schön. Dann hatten wir noch verschiedene Dekobänder. Und zwar zum einen diese Glitzer-Dekobänder. Die sind schon offen, weil ich die schon benutzt habe. Das zeige ich euch auch gleich, wofür ich die benutzt habe. Und die sind selbstklebend. Und da sind, glaube ich, ja, 5 Meter auf jeder Rolle. Und dann hatten wir noch so ein Vierer-Set in Grün. Finde ich auch sehr, sehr cool. Nicht nur für Weihnachten, sondern auch später im Jahr kann man die super benutzen, weil ich die sehr simpel finde. Genau. So, und dann habe ich mit einigen Dingen schon was mit Vince gebastelt. Zum einen waren nämlich in dem Paket auch noch so Klappkarten. Das sind jetzt hier 12 Stück, also man hat weiße Klappkarten mit roten Umschlägen und rote Klappkarten mit weißen Umschlägen. Und ich habe mit Vince etwas mit den weißen, oder mit Vince und Svea, mit den weißen Klappkarten habe ich diese Karten hier gebastelt. Und zwar seht ihr hier, das sind die Fußabdrücke der Kinder und die habe ich danach noch ein bisschen verändert und die werden wir an Freunde und Familie schicken. Hier seht ihr auch schon, habe ich die Dekobänder ein bisschen schon benutzt. Genau, die wird dann halt reingeschrieben. Und dann benutze ich einfach die roten Kuverts hier daraus, um das dann verschicken zu können. So, wir haben noch weiter gebastelt. Das war es noch nicht. In dem Paket waren auch solche Geschenkanhänger enthalten. Da waren, das waren 6 Stück aus Holz. Solche hellen naturfarbenen und schwarze waren dabei. Mit wasserfestem Stift oder Kreidestift beschreibbar. Ich kann euch aber auch sagen, dass Acrylfarbe und normale Filzstifte auch gut funktionieren. Und die können beispielsweise mit selbstklebendem Dekoband oder 3D-Motivstickern kreativ gestaltet werden. Wir haben es anders gemacht. Und zwar sind das jetzt hier unsere Holzanhänger für die Geschenke. Ich habe Vince einfach mit weißer Farbe und einem Finger ja, 2 Kreise übereinander drucken lassen. Und dann habe ich kleine Schneemänner daraus gemacht. So sieht das Ganze aus. Und das kommt dann zum Beispiel wunderschön mit dieser Kordel hier. Wird es dann an die Geschenke drangehangen. Schreibe ich dann noch den Namen desjenigen drauf und da werden sich gerade die Omas sehr darüber freuen.
Und als letztes waren im Paket Geschenktüten aus Papier enthalten. Auch das musste ich jetzt auseinandernehmen, weil wir damit schon was gemacht haben. Jedenfalls, da waren zwei Stück drin. Und das habe ich jetzt nicht benutzt, das war noch mit dabei. Das sind jetzt so zwei Holzklammern und hier kann man dann was draufschreiben, kann man an die Tüten so anklammern. Ist zum Beispiel für Lebensmittel geeignet, weil es fettdicht ist. Kann man zum Beispiel aber auch nutzen, um daraus einen Adventskalender zu machen. Und unsere Tüten sehen jetzt so aus. Hier seht ihr wieder das Dekoband übrigens. Ich mache die mal richtig auf. Die sind auch sehr, sehr dick. Weil ich hatte schon ganz viele, die so mega dünn waren und wenn man was Schweres reinmacht, dann reißt das und ist richtig unmöglich. Die hier sind wirklich schön verstärkt, das ist wirklich ideal. So sieht das dann aus. Und ich habe Vince hier mit verschiedenen Farben und auch wieder seinen Fingern einfach Punkte drauf tippen lassen und habe die dann mit einem Stift zu einer lustigen Kette verbunden. Das sind quasi Weihnachtskugeln, die hier so verbunden sind. Hier sieht man es auch nochmal ganz schön. Genau, und so kann man aus ganz einfachen Sachen, die man bei DM, wie gesagt, kaufen kann, wunderschöne Dinge wieder selber machen, Geschenkverpackungen selber machen. Also die hier werden wir halt für Geschenke, wie gesagt, benutzen. Die Karten werden wir an Freunde und Familie verschicken. Und die Holzgeschenkanhänger kommen dann natürlich an die Geschenke dran. Genau, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch ein bisschen Input gegeben, wie ihr eure Geschenke dieses Jahr verpacken könnt. Wie gesagt, nächste Woche kommt das Video dann mit den Geschenkideen und da werdet ihr auch am Ende des Videos die ganzen Sachen nochmal sehen, weil wenn ich das Video abgedreht habe, kann ich die ersten Geschenke natürlich schon einpacken und da kann ich dann euch noch ein bisschen zeigen, wie das Geschenkpapier dann zum Beispiel in groß wirkt. Ihr findet unten in der Infobox nochmal was verlinkt, wenn euch das nochmal genauer interessiert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!